Ja, wir stehen hier mitten des Stadtparks Bleiburg-Bliberg. Mein Name ist Arthur Utowitz und ich habe die Freude gehabt, da kann man sagen, als Projektleiter seitens der Stadtgemeinde Bleiburg da bei diesem Projekt dabei zu sein. Es ist uns da gelungen, einen Platz, der früher eigentlich von zwei Kriegerdenkmalen dominiert war und kaum für andere Zwecke genutzt wurde als für ein würdiges Totengedenken. Da ist es uns gelungen, durch die Trennung dieser beiden Komponenten, Park und Totengedenken, hier jetzt einen Stadtpark zu gestalten, der wirklich genutzt wird von allen Generationen. Wir haben im Zuge der Landesausstellung Carinthia 2020 die Möglichkeit eben bekommen, unter dem Titel Denkmal hier diese Erinnerungskultur neu zu leben, haben die Denkmäler einen neuen Platz des Gedenkens zusammenfassen können. Und der nunmehr frei gewordene Platz kann genutzt werden eben als Stadtpark. Und die Liederförderung, die uns da gewährt wurde, war natürlich ein wesentlicher Beitrag dazu, dass wir jetzt wirklich im innerstädtischen Bereich, am Rande, kann man sagen, der Altstadt, in Berührungspunkt zu den Freizeiteinrichtungen, die im Süden von Bleiburg sind, hier wirklich einen zentralen Punkt zu schaffen, der von Familien genutzt wird, der von Schulen genutzt wird und wirklich, das kann man sagen, zu einem Treffpunkt aller Generationen geworden ist. Also die EU-Förderung war wirklich ein maßgeblicher, ganz wichtiger Bestandteil der Umsetzung dieses Gedankens, weil ohne diese Mittel wäre es nicht möglich gewesen, den Park so zu gestalten, wie er sich jetzt darbietet. Und es ist wirklich eine Freude zu sehen, wenn Gelder aus der europäischen Gemeinschaft für eine Gemeinschaft hier bei uns in unserer Kulturstadt Bleiburg-Bliberg eingesetzt werden können. Ich glaube, für eine Kleinstadt, wie es Bleiburg ist, ist es schon ganz wichtig, dass man im innerstädtischen Bereich, gerade in der Nähe von den Schulen, einen Bereich anbietet, wo Kinder, wo Jugendliche sich bewegen können und sich auch sehr sicher bewegen können. Das heißt, der Verkehr ist geschützt daneben und hier herinnen in diesem Park ist wirklich so eine Art Oase entstanden, wo auch es möglich ist, Teile vom Unterricht im Freien zu gestalten, wo es möglich ist für Sportbegeisterte eben Gymnastik zu machen. Wir haben ja sehr viele Geräte, die aber nicht nur für Kleinkinder sind, sondern auch für Erwachsene. Und natürlich auch sehr viele Elemente, die einfach zum Ausrasten, zum Genießen einladen. Und das ist gelungen. Europa ist unsere gemeinsame Wurzel. Und dieses Europa der Regionen ist, glaube ich, für die Zukunft eines der wichtigsten Instrumente, um wirklich im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können. Das heißt, ein Zusammenrücken Europas wird immer wichtiger und dass man eben sieht, dass Mittel aus der Europäischen Union durchaus genutzt werden können, um so angenehme Dinge zu gestalten wie hier den Stadtpark Bleiburg-Bliberg. Das ist einfach schön.